ja. Der Moment, wenn das Spiel ungefähr zwei Sekunden braucht, um meine Logik, die ich aufgestellt habe, wieder zunichte zu machen, ne? Aber war der Paolo schon mal in der Spezialarena? Ich kann mich nicht dran erinnern. No risk, no fun hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß nicht, ob wir den. Wir muss mal gucken, ob ich den Rosa Rattian gefangen habe schon. Weil sollte ich ihn aus irgendwelchen Gründen noch nicht gefangen haben. Bin ich ehrlich, würde ich mal so schätzen. Dass in dem Fall der Rosa Rattian auch auf jeden Fall in der Spezialarena sein wird, weil der Rattian halt da war, ne? Also das ist so. Das eine wird gut zum anderen passen. Darf ich by the way mal sagen, wie unglaublich, wie ich cool ich finde, dass das hier aussieht. Also in diesem Gang hier geht man so selten lang, aber ich finde diesen Gang eigentlich echt schön. Genau wie hier hinten im Korallenhochland ist man eigentlich nie. Also hier, weil hier sind die Monster halt auch einfach irgendwie nie. Eigentlich voll schade. Wo ist er? Hey, wo ist er? Direkt über mir. Achso, gut. Wie wär's, wenn du landest? 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 Hallo! Ich bin hier unten. So hoch kann ich nicht springen. Auch nicht zum Schießen. Ja, hier unten bin ich. Auf jeden Fall auf den Kopf gehen bei ihm, ne? Ja, genau deswegen. Guten Morgen! Thank you.
dir, wenn ich so geweckt würde, ich hätte auch schlechte Laune. War der schon mal in der Spezialarena? Ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, damit hab ich jetzt Pech. War der Groß-Girus in der? Nee, der Groß war, das war nicht. Das wäre ja das Ding, wenn er zum Groß-Jagra, dann wäre der Groß-Jagra auch in der Spezialarena gewesen. War er aber nicht. Der konnte das auch, genau. Der konnte das ja auch. Let's go, come on. So. Ich muss aufpassen, dass ich sie wieder töte. Ich möchte ihn auf gar keinen Fall töten. Das wäre richtig doof. Dann ist Mission praktisch Mission fail, wenn ich den töte. Steht auf jeden Fall auch wieder das mit der Quest. Das wäre doppelt gut, wenn das natürlich klappt. Weil dann hätten wir nämlich Tatsache den nächsten das nächste Monster in der Spezialarena besiegt. Und damit endlich diesen furchtbaren Status. Damit hätten wir dann eventuell. Obwohl, ja, es gibt so viele 6-Sterne-Monster, wahrscheinlich ist da dann noch einer. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. So, botanische Forschung meldet sich gerade. Inzwischen haben wir davon 150, davon 122 und davon 75. 28 kommen noch dazu. Wir machen weiter, denn damit können wir Maxi-Tränke ohne Ende herstellen und ich sag mal, auf die Ausdauer kommt es in Kämpfen bei mir nicht so an, bei meinem Kampfstil. Auch wenn ich zugebe, dass die Ausdauer eine große Rolle spielt. Tatsache, der Paulumo ist in der Spezialarena aufgetaucht. Zu wenig Geld für ein Ticket. Denn natürlich möchte ich mit euch alle Quests
die wir machen können, beziehungsweise wo ich weiß, wie ich die bekomme, und die möchte ich natürlich mit euch auch, beziehungsweise wo ich selber rausfinde, wie ich die bekomme, die möchte ich mit euch auch machen. Und wenn das natürlich möglichst alle sind, dann machen wir natürlich möglichst alle Quests, ist ja klar, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass noch die ein oder andere Quest kommt, wenn wir gegen gehärtete Monster kämpfen. Aber da weiß ich noch nicht so genau, wie wir da dran kommen. Ob man da dann in einer Expedition auch dran kommt. Oder ob wir da auf Quests warten müssen. Das weiß ich zugegeben nicht. Aber ich bin mir sicher, das werden wir ohne große Probleme rausfinden. Vielleicht können wir bei Julian, wenn wir da auf die Mission bei den gehärteten Monstern gehen, vielleicht können wir ihm da mal ein anderes Gadget mitgeben, sodass wir die anderen Sachen da auch auf Level 15, glaube ich, so das Maximum bekommen können. Obwohl Heilung eigentlich auch schon nicht uninteressant ist, obwohl zum Glück wir halt immer noch im Kampf müssen dann, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese gehärteten Monster. Blöd, das klingt, das ist mir zu recycling-like. Das ist mir so zu, ja, wir benutzen es einfach nochmal und dann. Wenn du getroffen wirst, bist du tot im Moment. Bei denen, die wir bis jetzt besiegt haben, war das zumindest so. Fand ich jetzt an sich ein bisschen enttäuschend. Aber ich nehme es natürlich trotzdem, ne? Aber ich finde schon gut, dass die gehärteten Monster nicht noch eine extra Rüstung haben. Weil ich gefühl, das wäre einfach ultimative Abfuck, ey. Darf ich jetzt auch nochmal treffen, bitte? Er hat ja irgendwie echt was gegen ihn. Ehrlich, das hat er aber auch jetzt hier sich nicht anders gedacht. Ne? Das hast du eben ausgenutzt, jetzt nutze ich das auch aus. Aber so viel Leben hat der, glaube ich, auch insgesamt einfach gar nicht. Das kommt, glaube ich, deutlich gegen, sollte schneller gehen als der andere. Man kann das aber so ein bisschen daran erkennen, wie viel Leben die haben, wie viel Geld die Monster geben. Also so Monster, wo die Belohnung hoch sind, die haben meistens auch viel Leben und. Also auch jetzt auf einem bestimmten Rang, meine ich jetzt, ne? Natürlich. Wenn man jetzt 4-Sterne-Rang hat, dann geht man davon aus, dass die schon mehr haben als die 3-Sterne-Monster, aber. Man erkennt auch innerhalb der Ränge einen ganz klaren Unterschied, je nachdem, wie viel Geld die nehmen.
ständig in der Luft sein nervt bei dir. Wow, er hat sogar den Drachenspeer überlebt. Wie viel Leben hat denn der? Was ist das denn für ein krasses Exemplar hier, ey? Okay. Er hat den Drachenspeer nicht ganz überlebt. Beziehungsweise die Folgen vom Drachenspeer hat er nicht überlebt. Aber bis jetzt hat er sich am besten geschlagen in der Spezialarena. Muss man ihn lassen. So, jetzt ist nur die Frage, was kommt als nächstes. Erfahrung Lumo kann also auch abgehakt werden. Jetzt die Frage, gibt es noch einen 6? Stimmt, oder? Der Großvater war da bestimmt auch schon in der Spezialarena, als die da rangig. Obwohl, dann würde ich sagen, ist der Großjagra auch drin gewesen, aber der war nicht drin. Weiß es nicht, Leute. Ich bin unsicher. Aber wir werden es ja sehen, ob da noch ein Monster in der Spezialarena ist. Auf der Stufe. Also machen wir mal hier ganz in Ruhe. Keine voreiligen Schlüsse hier. Die Rustkugel nehme ich wieder. Das verkaufen wir alles. Die 11.000 nehme ich einfach. Der Jägerrang ist wieder am Steigen. Bekomme ich mit höherem Jägerrang auch irgendwie mehr Angriff oder mehr Verteidigung? Ich weiß es nicht. Oder werden einfach nur die Quests dann doch noch schwerer. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Meine Schnurtrupp-Safari ist auf jeden Fall erstmal wieder da. Da wollen wir doch einmal direkt das alles einsammeln. Also die brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Hat die Schnurtrupp-Safari mir eigentlich schon mal irgendwann irgendwas Nützliches gebracht? Also wo ich so richtig dachte, so, boah, das war jetzt krass. Das habe ich jetzt dringend gebraucht. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Gab es das überhaupt schon einmal? Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Das sieht nicht nur so aus, das ist auch so, aber nicht jetzt. Aha, es gibt kein Monster der Stufe 6 mehr, weil sonst wäre das hier nicht mehr. Sonst wäre das hier noch blau. Gut, Stufe 7. Was haben wir denn hier Schönes? Rathalos haben wir gerade eben schon gesehen, dass wir den schon besiegt haben. Den Azuren haben wir auch schon gesehen eben. Ja, der Rosa Raffian wahrscheinlich, ne? Den werde ich nicht gefangen haben, oder? Jägernotizen, große Monster. Rosa Raffian. Ne, den habe ich nicht gefangen, ja. Dann wird das der sein. Also der fehlt auf jeden Fall noch. Dann lass es uns hinter... Ich hasse dieses Monster. Lass es uns hinter uns bringen. Allein deswegen schon. Ich möchte hier gerne nochmal die Forschungsstufen angucken. Da fehlen uns halt auch noch so ein paar Monster, ne? Den ich auch echt noch hinterherlaufen muss, zwangsläufig, wenn wir die auf die nächste Stufe bringen wollen. Mhm. Wenn das denn was bringt, das ist ja so das andere, ne? Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Ich glaube nämlich, dass man diese Stufe hier nur erhöht. Warte mal, kann ich das irgendwo nachgucken? In einem Tutorial vielleicht auch? Tutorials und Tipps, Tutorials.
Super Glückgutscheine finde ich gut. Die Karte und Speekäfer. Nee. Das ist nicht das, was ich meine. Ökologische Forschungsgruppe, da haben wir es ja. Ich wollte, wenn ihr den Fall erstattet, ja, Spielkäferstufe, die Fähigkeiten deiner Spielkäfer bestimmt. Spielkäfer wirst du schneller finden. Ja, aber wie. Ja, gut, okay. Also, hier steht nicht, wie ich das jetzt explizit verbessere, leider. Also, den interessanten Teil haben sie weggelassen. So, dann wollen wir einmal Objekte verwalten. Denn natürlich werden wir den fangen für die Spezialarena. Müssen wir das ja sowieso. Optionale Quest.